Ach, das ist also das Geheimnis von Capo. It's not a bug, it's a feature. Ah. Ich werde irgendwie gerade von der Seite angemacht. Es ist nicht Svenja. Welcher von den vielen? Ja, das Spiel hat halt einfach viele Features. Was nehme ich denn gegen ein Psycho-Rihornior? Schauen wir noch mal. Granfogita, na, ist wieder blöd mit dem Bodentypen. Du bist nicht ganz so defensiv. Du bist eigentlich sehr gut defensiv. Ich habe nichts Effektives mit dem Psychotypen. Das würde gut funktionieren. Ja, doch. Dann machen wir das mal. Fatalicha. Ready. Hallo, Europe da unten. Ist das überhaupt Psycho? Es sah aus wie Psycho. Ich kann mir bei manchen Symbolen einfach nicht merken, welcher Typ das ist. Aber wenn ich mir das Ding auf seinem Kopf so angucke, würde ich sagen, es ist Psycho. Immer weniger Bugs als Bethesda Games zu release, die dafür aber besser aussehen. Nun. Oh ja, ist okay vom Schaden. Surfer, was? Das kann aber auch safe nur, weil es mal ein Rihorn war. Das ist nur ein Rizeros und dadurch Gen 1 Bonus hatte. Random. Kannst du dich irgendwie wenigstens, ich weiß nicht, Erdbeben machen? Surfer? Wasser will ich ehrlich gesagt nicht werden. Macht Schmarotzer vielleicht mehr Schaden? Hast du einen guten Angriff? Nein. Ah, da ist das Erdbeben. Macht schon gleich ein kleines bisschen mehr Schaden. I. Macht doch keinen Sandsturm. Jetzt mache ich weniger Schaden. Dem Gegner noch keine Tipps, welche Attacken sie nutzen sollen. Ja, der macht nur Scheiße! Aber immerhin halten wir gut aus, irgendwie. Müssen es nur noch runtergeprügelt kriegen. Irgendwie leben alle noch die ganze Zeit. Finde ich leider witzig. Wie lebt dieses Olangar? Nevermind. Ich wollte gerade fragen, wie lebt dieses Olangar einfach die ganze Zeit? Ich heile uns einmal. Und Rihornio das Auto so, nein, ich hatte mich fast kaputt, warum?
So. Spukball drauf. Felsreifer. Der könnte wehtun. Aber der ist nicht auf mich gegangen. Dann, du Schuckel. So, und weg mit dir. Yes. Schön, dass ich jetzt ganz am Ende den Spezialverteidigungsdrop bekomme. Der hat sich übrigens sehr gelohnt. So, und ein Pokéball drauf. Haben 5 Sterne-Raids auch irgendwie so ein Titanzeichen? Was der eine haben wollte, oder eher nur die noch höheren Raids? Gehört. Ja. Standard-Stuff. Ne, nur die 7 Sterne. Okay. Ich glaube, für die 7 Sterne-Raids musst du echt sehr gute Teams haben. Oder sehr gutes Pokémon und gut abgestimmt. Nur spezielle 7 Sterne-Event-Raids. Okay. So. Wenn ich das richtig sehe, sind wir sogar schon fast da. Wie sieht's hier aus? Ach ja, bereit ein Sandwich mindestens 3 verschiedenen Belegen zu. Geben hier mal schnell noch ein paar verprügeln. Jetzt hier noch ein paar BP, machen noch ein Sandwich. Kriegst du das Ding auch noch kaputt? Ja. Hier schon das komplett eingeschneit. Ah, nice. So. Kann ich mich anschleichen und die einen Pokéball auf den Rücken werfen? Nice. Hi, bye. Fang ein Pokémon. Nee, nicht jetzt. So, Chat. Spielen wir doch ein bisschen Sandwich Randomizer. Chill, Ursaluna. Will mich nur beschützen. Nennt mir einfach irgendwelche Zahl zwischen 1 und 10 oder so. Und dann nehmen wir den einfach gleich mal der Reihe nach durch. So. Ich möchte ein Sandwich zubereiten. So, wir nehmen als allererstes die 9. Das heißt, das 9. Sandwich. 1, 2, 3, 4. Wobei. Ich muss ja wahrscheinlich erstmal gucken, ob ich die überhaupt alle habe. Ja, komm, nehmen wir das. Und irgendein Piekser dazu. Ach, ich muss. Ich kann die gar nicht selber aussuchen, was ich drauf tue. Ich dachte, ich könnte mir selber raussuchen, was ich da für Sachen drauf mache. Ich bin enttäuscht. Doch, wenn ich X drücke. Oh, wait, dann machen wir das gleich nochmal. Was ist das überhaupt eigentlich für ein richtig billiges Sandwich, was ich da gerade gemacht habe, was einfach 2 Scheiben Banane in der Mitte hat und sonst nichts? Eindeutig Bananenbrot. Ich möchte ein Sandwich zubereiten. Ah, okay, die 9. Zutat. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir nehmen grüne Paprika. Dann von da aus die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Roten Schinken, das ist noch okay. Dann 3. 1, 2, 3. Noch eine Frikadelle dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein bisschen Reis, ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch eine Kiwi, Dann nochmal 2 weiter. Jalapenos. Ja, okay.
Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etwas Chili-Soße. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Etwas Olivenöl. 1, 2, 3, 4. Die überspringe ich mal. Das ist 1, 2, 4 ist Ketchup. Und nochmal 2 weiter ist Butter. Und keine Ahnung. Und dazu dann noch den rotfahrenden Piekser. Das wird ein sehr interessantes Sandwich. Also, wir haben erstmal den rohen Schinken. Wir teilen das am besten auf, dass es so ein zweigeteiltes Ding ist. Wir haben auf der einen Seite den rohen Schinken. Die Kiwi kommt auf die andere Seite, weil die passt nicht so gut zum rohen Schinken. Die Frikadelle, die packen wir in die Mitte, dass man so in beiden Hälften was hat. Die Paprikas kommen natürlich rüber zur Kiwi, weil ich finde, dann hast du so gleichzeitig was Süßes und was Crunchiges. Gut, die Jalapenos halt auf den Schinken, das passt ja ganz gut dazu. Und eine noch auf die Frikadelle. Und der Reis kommt drüben auf die Sachen da. So. Perfektion! Also, Svenja möchte das sicher einmal vorkosten. Warum sieht der Reis aus wie Raufasertapete? Arbeite bitte nicht bei mir im Subway. Ich glaube, sie musste gerade kurz zögern, weil es absolut eklig war. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Was haben wir sonst noch gerade für Sachen? Oh ja, eine TM herstellen, das können wir gleich noch machen. Das war jetzt einfach nur Twitch Plays Sandwiches. Aber stimmt, hier ist ja gar keine TM-Maschine. Never mind. So. Wir haben ja höchstwahrscheinlich dann gleich Drachen-Pokémon vorne. Deswegen habe ich dich jetzt eigentlich nochmal mitgenommen. Ich weiß nicht. Einfach so. Einfach weil. Was ist noch mit Briduradon? Ich habe keine Ahnung. Was kannst du rausnehmen? Ja komm, wir geben Beatori noch mal eine Chance. So. Dann auf zur nächsten Arena-Challenge. Oder Top-4-Challenge. Momentchen, nicht so schnell. Sie darf umsonst mitmachen. Oh, wie cool. Bist sicher, Levi? Aber das widerspricht dann den Regeln. Immer diese Regeln. Dann übernehme ich eben die Gebühren. Besser. Ist bei Carpo Streams normal, dass Leute reinkommen, ihren Online-Code, damit man zusammen BP farmt. Ja, aber... Ja eben, das sollte ich vorher fragen. Einfach so gibt's das nicht. Apropos, vor allem Svenja hat gerade gemeint in der Pause, wie unglaublich oft es vorkommt, wenn ihr jetzt in der Kapu-Kategorie mal guckt, das gefühlt die Hälfte, aber danke, sorry für die Erklärung, dass, ich sag mal, gut die Hälfte eigentlich gar kein Kapu spielt. Die spielen einfach irgendwas, was im besten Fall auch mit Pokémon zu tun hat und packen einfach Kapu in die Kategorie nach dem Motto, hey, ist ja das Aktuellste, dann werde ich hoffentlich gesehen. Aber eigentlich spiele ich gar kein Kapu, ich spiele was ganz anderes. Was ich schon echt blöd finde, dass die sowas machen. Da müsste man einfach kategorisch in jeden Stream reingehen, wo die das machen und mal fragen, wann ein Kapu gespielt wird.
Weil das ist ja die Kategorie. Oder, ach, Capo sieht ja ganz anders aus, als ich es in Erinnerung hatte. Ha. Huh. Ja, das finde ich leider echt blöd, weil das ist halt nicht das, was du da machst. Aber gut. Ist nicht mein Problem. Instant Bann. Ja, ich glaube, so kann man ganz schnell bei allen den Kanälen gebannt werden. Wenn man mal reingeht und sagt, Capo sieht aber echt seltsam aus. Warum spielst du kein Capo? Warum spielst du ein besseres Spiel als Capo? Also gut, ich mach mal eine Ausnahme. Danke, hast was gut bei mir. Yo, zukünftiger Champ. Komm, gehen wir zum Kampfplatz. Und wo ist meine Prüfung? Gibt's hier keine Prüfung? Hast du da auch einfach keinen Bock drauf? Zieh dir diesen heftigen Kampfplatz rein, Girl. Sagt er dann zum jungen Boy. Okay, eigentlich ist er nicht viel anders als die anderen Kampfplätze, nur ein bisschen kälter. Ich mag dieses eisige Wetter. Ziemlich unüblich für jemanden, der auf Drachen-Pokémon spezialisiert ist, was? Ja, so bin ich. Unberechenbar. Aber du hast wegen meiner Top 4 Challenge hier und. Du bist wegen der Top 4 Challenge hier und nicht um ein Gelaber anzuhören. Bei meiner Top 4 Challenge dreht es sich um exklusive Kuppelkämpfe. Meine Regeln sind super easy. Wenn du gegen meine drei Buddies aus der Liga AG gewinnst, hast du bestanden. Finito. Aber du kannst nicht einfach jedes x-beliebige Pokémon einsetzen, auf das du gerade Bock hast. Oh, okay. Nur wilde Pokémon, die du in der Terra-Kuppel gefangen hast, sind erlaubt. Außerdem musst du sie selbst gefangen haben. Wenn du die Pokémon im Team hast, die diese Anforderungen nicht erfüllen, gibt es auch keine Challenge für dich. Jo, ich weiß, dass solche Regeln nervig sind. Aber wäre doch lahm, wenn du einfach mit deinen überlevelten Pokémon durch die Challenge rauschen könntest. Aber ja, die Gegner müssen dieselben Regeln befolgen. Das klingt doch fair. Das ist schon witzig, ne? Also, Girl, willst du dich meiner Top 4 Challenge stellen? Okay, habe ich überhaupt genug Pokémon dafür? Sieht man, welche Pokémon das sind? Es ist leichter mit meiner Challenge haben, wenn du sie mit Verstand aber entspannt angehst. Wenn du dich gleich in den Kampf stürzen willst, lass es krachen. Aber kannst du erst noch eine Runde durch die Kuppel drehen und Pokémon fangen. So oder so, bleib chillig und hab Spaß. Und viel Erfolg allerseits. Jetzt ist die Frage, wo sehe ich, wo ich die gefangen habe? Ach, da. Gut, das könnte ich ja wahrscheinlich hier verwenden, glaube ich. Und alle anderen wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich das überhaupt hier gefangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Pokémon Home hasst diesen Trick. Alternativ nehmen wir die ganzen Raid-Pokémon, die wir gefangen haben. Die haben immerhin ein gutes Level. Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte mit dem Team kämpfen, was ich gerade habe? Sagen die mir dann irgendwas dazu? Also ich muss selber rausfinden, jetzt welche Pokémon ich in der Kuppel gefangen habe und welche nicht. Ja nun. Ja dann. Beatori raus. Ogapon raus. Bonino raus. Granfogita raus. Osaluna raus. Haben wir Doppidoradon haben wir aber hier gefangen, oder? Oder habe ich das woanders gefangen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ach, Raid-Pokémon zählen nicht. Wie frech. Aber Libelda, meine ich, war kein Raid-Pokémon. Ich meine, das habe ich so gefangen. Wie viel bleibt da noch übrig? Muss Shiny Botogel ins Team. Ah, wait. Kristallgrotte ist Raid. I see. Wir können Rotom einmal mitnehmen. Das ist ja nicht aus einem Raid. Jetzt weiß ich wenigstens, was die Kristallgrotte ist, jetzt wo ich mir das mal im Vergleich mal angeguckt habe. Komm, Botogel. Ich hätte noch einen Fleckmon Level 65. Du bist auch aus der Kristallgrotte, ne?
man das irgendwie... Nee, kann ich so anders nicht sehen. Taurus könnte ich auch mitnehmen, ja. Wo habe ich Grenbull gefangen? Fackellabyrinth, okay, das kann ich auch mitnehmen. Eine Lokale war ein Geschenk. Landtorn war auch ein Raid. Ja. Slime haben wir, glaube ich, so gefangen, ne? Ja. Und Psyau auch. Immerhin habe ich ein paar Pokémon, die ich hier so gefangen habe. Ein bisschen niedrig vom Level, aber eigentlich kann ich den auch mitnehmen. Was habe ich jetzt überhaupt? Ich habe einen Elektrogeist, Eisflug, normal. Du bist rein B. Doch, du bist rein Fee. Der normal ist dein Terra-Typ. Psycho, Gift, Unlicht. Du bist Gift, Psycho. Das ist wahrscheinlich auch echt ein gutes Pokémon, so von den Werten her. War das das Raid Flagmon? Ach, stimmt, ja. Oh, never mind then. Ja gut, dann leveln wir mal unser neues Team mal hoch, ne? Habe ich noch genug Bonbons dafür? Ich habe ein paar XL-Bonbons. Wie viel gibt ein XL-Bonbon? 2 Level auf seinem Level, okay. Heißt, ja nicht 10, oder? Wenn es 2 Level gibt. Machen wir 7? 75. Noch 2. Mal bei 79. So, du kriegst mal 5 Stück ab. Und entwickelst dich auch erstmal. Also ich muss sagen, das ist auch eine sehr interessante Challenge. Dass man wirklich nur mit seinen hier gefangenen Pokémon das alles macht. Und zum Glück hatte ich genug, die ich auch hier gefangen habe. So. Botogel. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube so Level, mindestens Level 80 für alle. Ich glaube, die sind mittlerweile auch so hoch vom Level. So, dann haben wir schon mal alle das richtige Level. Jetzt gucken wir eben noch schnell die Attacken einmal durch. Was hättest du denn so? Was hast du bis jetzt? Ladungsstoß als einzig Gutes. Botogel hat den Porschenhabel als einzig Gutes. Kannst du alte Attacken lernen? Hast du überhaupt was? Nein. Okay. Hast du noch... Oh, wait. Hast du irgendwas Altes, Gutes? Rasender Stier. Oh. Das klingt nach einem guten Angriff. Weg mit Angeberei. Ist das Ganze ohne EP-Teile oder Bonbons? Das Internet würde brennen. Ja. Und den Zen-Kopfstoß mit rein. Statt dem Fuchtler. Hat sogar ein hartes Wesen. Stimmt. Echt ein gutes Wesen. Gewissheit oder Gegenstoß. Ist halt beides eine blöde Attacke für ihn, weil er ist ein schnelles Pokémon. Und ich bräuchte jemanden, der schneller war als Tauros. Oder Tauros muss langsamer sein. So, du hast einen Knuddler und einen Knirscher schon mal. Das ist gut. Hast du noch irgendwas anderes? Wutanfall, was? Eiszahn. Oh, wait. Falls wir hier... Du hast natürlich ein mäßiges Wesen. Sehr gut. Falls wir hier wirklich ein paar Drachen-Pokémon haben, können Eiszahn vielleicht sogar ganz gut sein. Feuerzahn? Nehmen wir noch einen Feuerzahn mit. Wer weiß, gegen was wir so kämpfen werden. Schon mal ein Psychoschock.
Ach, du bist leider nicht das Männliche. Das hätte jetzt wahrscheinlich, glaube ich, Strolch gehabt. Da wäre Lichtschild und Reflektor richtig gut gewesen dabei. Oh, du kannst Spukball von dir aus. Das ist gut. Wobei, mit Mogelhieb und Gegenstoß, nee, nicht Gegenstoß, Gewissheit könnte das sogar funktionieren. Aber ich hätte gerne die Psychokinese statt dem Psychoschock. Glaube, ich bald aber trotzdem mal Lichtschild und Reflektor, weil das Ding ist auch relativ schnell unterwegs. Und kann zur Not dann die einmal aufsetzen. Ja, du brauchst auf jeden Fall andere Attacken. Oh, wait, was? Abschlag. Ich will keinen Nulltreffer haben. Nächste Generation gibt es ein Item, wo man das Geschlecht eines Pokémon ändern kann. Sehe ich kommen. Dann wiederum, wenn ich bedenke, dass die ja alle teilweise wirklich Items tragen, vielleicht der Abschlag gar nicht mal so dumm. Also teilweise habe ich echt Glück mit den Typen und teilweise auch einfach so gar nicht. Du hast jetzt aber leider echt nichts Gutes. Dann nimm halt doch den Mülltreffer. So, dann Beutel. Was haben wir denn so? Lockstimme, die Stahlpresse. Frustflamme. Oh, der kann Meteorologe lernen. Und hier schneit es. Ja, komm. Dadurch wird es ja dann potenziell zu einer Eisattacke. Wer weiß, ob das dann mal hilfreich ist. Oh ja, Pferdestärke. Tschüss, Risikotackle. Und oh, du kannst auch einen Eisspeer lernen. Bring ich dir erstmal bei. Superzahn. Dann. Nahkampf. Der Donner. Flammblitz. Botokil kein Sturzflug. Okay. Also interessant. Botokil kann gefühlt nichts von alleine lernen. Aber die ganzen TMs, ne? Auch Gigastoß unter anderem. Matschbombe. Nein, nicht auf dich. Da möchte ich einmal die Matschbombe hin haben, dann doch Mülltreffer weg. Oh, Blizzard. Ja, tschüss, Geschenk. Ich brauche kein Geschenk. Aber ich bräuchte jetzt noch mal was für Rotom.